Ein stinknormaler Trainerkampf. Sie hat zwei Pokémon. Ich hatte kaum eine Chance. Das ist jetzt echt bitter. Ich hatte kaum eine... Also ich habe es gerade noch so geschafft. Das Spiel ist so schwierig geworden. Also war es die ganze Zeit schon, aber jetzt... Wenn schon ganz normale Trainerkämpfe aussichtslos langsam werden, dass ich wirklich nur mit ganz viel Glück und Items irgendwie noch einen Kampf schaffe, dann haben wir echt keine guten Karten. Ich habe den Eindruck nämlich, die Verteidigung meiner Pokémon ist zu niedrig. Bei allen von denen. Jeder von denen kann potenziell ganz einfach one-hitted werden. Alle fünf. Zack, one-hit. Wenn einfach der Gegner mal es schafft. Also so simpel wie das jetzt klingt. So. Einfach einmal zack draufhauen und ich bin hinüber. Okay, ich will nicht mit dir reden. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Granbull, ui. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Das ist ja jetzt ein Feen-Pokémon. Oder ich weiß nicht, ob Fee normal. Auf jeden Fall jetzt Fee. Aber ich darf gehen zum Glück. Bla bla bla. Du hättest Papaya. Nein, nicht ganz. Piapa-Beere. Gut. Dann schauen wir mal hier. Was so Nettes hier geben tut. Top-Trank. Geht klar. Und furchtbar war ich schon. Vorsicht, Vorsicht, wollte ich sagen. Gut, ich darf ja nicht vergessen, dass ich noch gleich mit dieser einen kämpfen will, die gesagt hat, ich kämpfe, wenn du alle hier besiegt hast. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle hier auch besiegt habe. Sieht ja erstmal so aus, aber ich guck mal, was da noch so kommt. Oh, ne, seht ihr, das ist noch diese Route und da ist jemand. Ich lege gerade eine Pause vom Bärensammeln ein. Das ist die Gelegenheit für einen Kampf. Dann zeig mir, was du drauf hast, Meister. Ist das ein Koch oder was? Ja, Küchenchef. Er kocht mit Pokébällen. Das ist aber nicht gut. Hat ein Parasect. Ich habe Filinara, genau. Okay, mal schauen, wie ich mich dagegen mache. Alles neutral. Jetzt sehen wir mal die Animation vom Mondgewalt. Ah. Boom. Okay, mein Spezialangriff sinkt. Ich habe mehr... Okay, Spezialangriff sinkt und jetzt... Angriff steigt. Spezialangriff steigt. Echt? Beides? Das ist neu. Es war nicht immer so, dass beides steigt, sondern immer, früher nur Spezialangriff. So, die Attacke habe ich mir doch ein Stückchen stärker vorgestellt. Aber okay, solange der nur diese Kacke hier einsetzt, ist das kein Problem für mich. Wow, das sieht auch krass aus. Habe ich Attacke schon mal eingesetzt vorher? Das weiß ich nicht. Gut. Bundlebee. Sprech mal das so aus. Ach, ist das... Das war die bestimmte Entwicklung von... Okay, gegen den habe ich auch schon mal gekämpft. Entwicklung von dem, was ich mal hatte. Ich habe es vergessen, wie das hieß. Das war zum Glück nicht sehr effektiv. Ist der Schaden? Mehr als die Hälfte? Ja, mehr als die Hälfte. Cool, dann kann ich es nächste Runde vernichten. War nicht in Generation 5, wo diese Attacke überhaupt erfunden wurde, Mondgewalt, die AP auf 10 und nicht auf 15? Haben die es erhöht? Das weiß ich nicht. Habe ich jetzt vergessen? Okay, das war ein gutes Zeichen. Wir haben den Kampf haben wir easy gewonnen. Vielleicht würde ich mich doch lieber den Bären sammeln. Die Route hier. Die Route endet dort. Dort ist ja auch so eine Fahne, so, ey, hier passiert was. So, ich glaube, dann kann ich jetzt zurückrennen und versuchen, gegen diese eine zu kämpfen. Wobei ich ein bisschen Schiss davor habe. Ich überlege noch, ins Pokémon Center zurückzurennen, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Weil, naja, es ist ein Pokémon minimal beschädigt. Oh, du hast allen Trainern in der Umgebung gezeigt. Da
kannst du dich ja doch besser fokussieren, als ich dachte. Meine Pokémon können sich auch ziemlich gut fokussieren. Schließlich habe ich einen Fokusgurt bei mir. Wollen wir jetzt einen Versuch wagen? Okay, ich wage es. Bin ich mal gespannt, was du zu bieten hast. Ich frage mich, welches Team sich wohl besser fokussieren kann. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, let's bring it on. Du. Sie hat 4 Pokémon. Choriogel. Das ist ein rotes Choriogel. Das letzte war doch ein Geist-Pokémon. Ist das jetzt ein anderes? Ist das jetzt ein Feuer-Pokémon? Anscheinend. Da habe ich jetzt schon mal schlechte Karten. Ich werde verwirrt. Okay, ich bin verwirrt. Das ist nicht so toll. Das war ja zu erwarten. Okay, auf ein neues. Ich bin bereits verwirrt. Brauchst du nicht nochmal einsetzen? Keine Sorge, ich mach das schon. Ich mach mich schon selber kaputt. Brauchst du nichts dazu tun. Okay, ich weiß nicht, warum der nur Taumeltanz macht. Oder warum jedes Mal ich mich auch selber schlage, wenn die Gelegenheit da ist. Und bloß nicht angreife. So, jetzt werde ich endlich zerstört. Wurde auf Zeit. Nicht wahr? So, jetzt gibt er den letzten vierten Schlag. So, war ja... Ganz ehrlich, es wundert mich kein bisschen, dass ich 4-mal hintereinander mich nur selbst verletze. Es ist halt, wie es ist, ne? So, da ist eine Stromattacke sehr effektiv. Da ist Felsgrab sehr effektiv. Aerodactyl würde sich auch gut machen. Setz mal Aerodactyl ein. So, jetzt ist 4 Pokémon gegen 4. Und... Okay, mein erster Angriff. Yes! Ah, nicht yes! Ach, wegen dem Item, Fokusgurt. Damit überlebt es noch ganz knapp. Okay, nicht schlimm, ich krieg das ab. Ist ja nicht so effektiv, weil es nicht so viel Schaden. Ist okay. Jetzt kann ich es besiegen. Gut. Ich dachte schon, es würde irgendwie nochmal überleben. Keine Ahnung warum. Jetzt noch ein Korrigal. Seht ihr, ich weiß ja gar nicht, welchen Typ es immer hat vorher. Weil das ist jetzt Elektro vielleicht? Egal. Es ist auch immer Flug, also Flugattacken werden immer gut reinhauen. Vectons. Autsch. Oh, wieso ist denn das jetzt sehr effektiv mit Volltreffer? Okay. Keine fucking Chance. Probieren wir es mit Arcani. Ich denke Arcani und... Ich glaube Turbo-Tempo, wird das überhaupt reichen? Probieren wir es mal, Turbo-Tempo. Nicht mal. Oh nein, jetzt bin ich... Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Okay. Mist. Das nimmt mir jeden Wind aus den... Segel. Aber ich darf diesmal. Gut, ich dachte, durch Fokusgurt dürfte es jetzt doch nochmal irgendwie überleben, aber zum Glück nicht. So, auf jeden Fall wechseln, um die Verwirrung loszuwerden. Hariyama. Hat es jetzt vielleicht ein Wasser-Choriogel oder was? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht Fee? Na, solange er immer steht, dass das... Nee, also Phasis glaube ich nicht. Sonst wäre Gift-Tipps effektiv. Psycho, glaube ich. Oh, das ist nicht gut. Okay, wünsch mir Glück. Ach ja, Luftschnitt kann es ja auch noch, stimmt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, gerade noch so überlebt. Dafür kriegst du auch einen auf den Deckel. Ach, ich habe jetzt den Fokusgurt geschnappt. Das ist gut. Wahrscheinlich werde ich jetzt voll dabei drauf gehen. Aber ich habe den Fokusgurt entfernt. Das heißt, es kann jetzt nicht irgendwie noch knapp überleben. Aber ich setze einfach mal Sevaro ein, weil es ist ja auch so effektiv, meine Attacke. Wenn ich dazu komme. Okay, wünsch mir Glück. Scheiße, das habe ich vergessen. Okay, ich habe vergessen, dass es ja auch so... Dass es Flugattacken kann und ich ja Pflanze bin. So, aber das sollte reichen. Ja, gut. Eins noch. Ein letztes. Okay, Level up, das freut mich. Oh, wie... hart diese Kämpfe geworden sind. Ich komme nicht drauf klar. Noch ein letztes. Okay, wir setzen ein
volles Arcani ein. Ich hoffe, der macht es fertig irgendwie. Was auch immer das für ein Typ ist, was jetzt kommt. Ich glaube Geist, ha? Huh? Ja. Habe ich gleich zwei sehr effektive Attacken. Ich mache Stromstoß. Das macht nur leider auch Rückstoßschaden, wisst ihr? Das ist nicht so toll. Das ist auch nicht wenig. Scheiße, der Taumeltanz. Okay. Hoffen wir einfach mal auf das Beste. Bitte töte es. Scheiße. Oh, das ist so traurig, sich mit anzusehen. Okay, na, ich mach lieber Biss. Komm schon, bitte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es töten kann. Ja, doch. Ich denke mal an den Fokusgurt irgendwie, dass es noch überleben könnte. Puh, gut. Der war sogar... Der war schwer, der Kampf. Nicht so schwer wie der eine, gegen die, die diese Entwicklung von Unra Tytox hatte. Aber auch sehr brenzlig. Das nenne ich mal fokussiert. Was für ein anstrengender Kampf. Wunderbar, einfach wunderbar. Ich habe selten so viel Fokus erlebt wie bei dir und deinem Pokémon. Aber damit ihr euch noch besser fokussieren könnt, schenke ich dir das. Ich kriege einen Fokusgurt. Okay, gut. Ich hoffe, dass du damit in Zukunft noch leichter deinen Fokus finden kannst. Okay, lesen wir uns mal durch, was genau es kann. Okay, bei vollen KP, ach nur wenn ich die KP vorher voll hatte, bleibt der Träger nach einer K.O.-Attacke einmalig mit einem KP im Kampf. Das ist gut, ich muss mal gucken, wen ich das gebe. Ich würde es am besten demjenigen geben, mit der schlechtesten Verteidigung. Ich glaube, es wird auf Aerodactyl hinauslaufen. Moment. Moment, ich muss meine Verteidigungswerte gucken. Der hat auch eine schlechte. Der hat eigentlich sogar eine bessere. Okay, er hat nicht die schlechteste. Erstaunlicherweise hat Hariyama die schlechteste Verteidigung. Dafür viele KP. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem Aerodactyl geben. Also es hat ja eine niedrige Normalverteidigung. Weil Aerodactyl trägt ja noch kein Item. Außerdem muss ich mal gucken. Benutzen geben. Fokusgurt. Ich muss gucken, ob ich nicht noch ein Item für Felinara finde. Es trägt der Großwurzel. Großwurzel, die KP-stehlende Attacken verstärkt. Aber das macht ja keinen Sinn mehr, weil... Naja, ich habe ja keine Attacke mehr dafür. Aber ich weiß nicht, ob ich... ein gutes Item hab. Heiß Ob schon mal gar nicht. Roter Nektar? Nee. Bälle. Brocken. Verlängert die Dauer von Sonntag, Regentanz, Sandsturm? Nee. Auch nicht. Verstärkt Psycho-Attacken. Ist schon mal gut, weil es kann eine Psycho-Attacke, merke ich mir mal. Ein Grasfeld, wenn es ein Grasfeld gibt, dann erhöht es seine Verteidigung. Okay, scheiß da drauf. Fossilien, verstärkt Pflanzenattacken. Verstärkt Geistattacken, auch gut für Felinara. Ich glaube, das würde ich sogar eher geben. Verstärkt Feuerattacken. Ja. Silberstaub, versteckt Käferattacken. Versteckt Normalattacken. Nee, ich gebe ihm das, was Geistattacken verstärkt. Wobei, Moment, was trägt Silvaro für ein Item überhaupt? Das weiß ich nicht mal. Ich muss mich ja gerade mal Ach ja, das, was. Nee, dann mache ich das so. Er hat das, was Flugattacken verstärkt. Da gebe ich lieber ihm hier das, was Geistattacken verstärkt, weil ich ja viel eher die einsetze. Und Felinara dann die Psychoattacken verstärkt. Weil für ihn macht das dann mehr Sinn, das hier einzusetzen. Bei Silvaro. Wo ist das? Bin ich schon dran vorbei? Nein, bin ich noch nicht. So, das hat nämlich eine viel bessere... Das hätte ich auch schon viel früher machen sollen. Krummlöffel da, dann für dich. Hier.
Das hätte ich schon viel früher machen sollen, weil mit Silvaro setze ich viel eher die Geistattacke ein, anstatt eine Flugattacke. Und vor allem ist es jetzt auch kein Flug-Pokémon mehr. Kriegt auch keinen Step mehr drauf. Lohnt sich da weniger als die Geistattacke. Und das Geist-Item dazu natürlich, ne? Also, glaube ich, habe ich jetzt schon eine gute Sache hiermit gemacht. Dann gehen wir uns mal heilen. Und dann können wir auf die nächste Route endlich mal.